Also wir haben jetzt A-Moll dorisch oder D-Mixolydisch. Das sind zweite und fünfte Stufe von G-Dur. Und diese Läufe, die du zeigst, sind so typische Pepatino-Läufe, die sind in dorisch oder mixolydisch, haben aber immer noch auch zwei Extratöne dabei, zum Beispiel die Major 7 als Leitton. Die ist in dorisch nicht drinnen, aber als Leitton funktioniert sie wunderbar, nämlich so. Da haben wir schon Major 7. Dann haben wir chromatische Töne drinnen. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Der ganze Lauf geht so. Da haben wir noch eine Geschichte drin, nämlich dieses Rutschen mit auf. Das kannst du auch üben. Zumindest über drei, vier, also drei, vier Bünde. Oder. Das geht auch super. Kannst immer so. So, jetzt machen wir den Lauf nochmal. Also. Jetzt haben wir noch ein bisschen verlängert. Jetzt mache ich nochmal ganz langsam für dich. Du kannst auch da oben spielen und dann genauso weiter spielen, wie du es bisher gemacht hast, nämlich so. Das geht auch. Also. Da haben wir jetzt die Major 7 wieder drinnen oder wenn wir die 7 nehmen, die Kreuz 11. Das ist einmal in der Lage. Also, du kannst über einmal so spielen und über D7 oder über einen Akkordwechsel einmal D7. Da mal ganz kurz um. Oder zweite Variante mit dem. Manche Töne laut, manche leise und das ist das Phrasing, das macht sehr viel aus. Wenn du alles gleich laut oben nagelst, wird es fad. Dieselbe Geschichte, die wir jetzt da gemacht haben, so. Kannst du auch in dieser Lage spielen, wenn wir jetzt in der, da wo du den Akkord hast, wo beide Akkorde hast, und eine Lage weiter oben, da haben wir G-Dur. Oder in A-Moll dorisch. Und das wollen wir da hier oben, also ja, Akkorde, genau, da haben wir A-Moll, A-Moll, einen A-Moll, A-Moll 7 und A-Moll 9, der ist auch super. Das wird C-Major 7 mit einem A im Bass.
dem kannst du dich orientieren. Und der Lauf da, derselbe, den wir da unten gespielt haben, der fängt gleich an, geht dann ein bisschen anders weiter. Also der ist dann so. Statt. Geht er jetzt da so. Spielung, nämlich wir haben da jetzt, wir interpolieren jetzt mit der Dur-Terz, wir haben das Cis drin. Eigentlich ein furchtbarer Ton, aber klingt super über den Akkord, schau. Und die 13. Stimmt das? Ah, genau, passt, ja. Genau. Ich glaube, das reicht einmal für den.